genau dann ist das Spiel auch freigegeben. Gladbach in Weiß von links nach rechts, der Bonner SC in Rot. Fan der Bernd grüßt mal wieder. Und ich hoffe, dass es dir gut geht, lieber Bernd. Letztes Mal durfte ich dich persönlich kennenlernen, endlich mal. Bis zum nächsten Mal hier im Sportpark Nord. Und da ist die Gelegenheit für den Bonner SC. Und dann kommt aber keiner zum Abschluss. Teixeira ist es dann, aber auch nur mit so einem Schüsschen. Da ging der Ball dann an drei Leuten vor. Und also Saar guckt schon sehr zielgerichtet Richtung Tor. Schauen wir mal, wer es macht. Es macht Marian Saar. Er macht es direkt und er ist nicht schlecht. Klasse Parade von Jan Olczowski. Und das ist der erste nennenswerte Torschuss in dieser Partie. So ist es. Aktiven schon. Ne? Der aktivste ist Bura Genschal mit 5 Treffern. Der spielt aber schon eine Weile nicht mehr für uns. Und das zeigt dann Schotter! Somoa! Daniel Somoa staubt da aus 3 Metern ab und zimmert das Ding unter die Latte. Keine Chance für Olczowski. Ich weiß gar nicht genau, wo der Ball herkam. Aber das war schön gemacht. Schön aufmerksam von Daniel Somoa. Vielleicht müssen wir jetzt auch unsere Top-Torschützenliste ein bisschen umschreiben. Aber wir werden, ich meine, 5 Treffer von Burak Genschal, der für Wuppertal inzwischen spielt. Und das für Schal. Klingt aber nicht ganz. Schal holt ihn sich trotzdem zurück. Im 1 gegen 1 gegen Skelly. Kommt da durch, kann dann jetzt nochmal ablegen. Das Takisai mit der Hacke kommt nicht dran. Riesengelegenheit und Sei will's zu hübsch machen. Zurek Teixeira ist da. Und gleich nochmal. Kriegt den Ball aber nicht geklärt. Und dann Winke ein bisschen angegangen. Oh, und das ist jetzt der kleine Unterschied gewesen zu dem Fernschuss von Sei. Den kriegt nämlich Hube gerade noch entschärft vom Kisera. Meine Güte. Mal gucken, ob da im Endeffekt nochmal wer Neues reinkommt. So, das ist Güler gegen 3. Kann er den Ball zumindest behaupten? Das gibt's nicht! 2:0! Semi Güler! Und jetzt rennen sie alle auf den Platz! Und er hat es sich so verdient! Zweites Saisontor! Ich will dir nicht ins Wort fallen, Markus. Es ist alles in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob man uns gehört, da die Musik spielt. Schönes Ding, sehr hart. Semi Güler dreht sich gegen 3. Und das war's. Wir sind vorbei. 2:0 endet die Partie vom Bonner SC gegen die U23, gegen die Gladbacher. Meine Güte, was für zweite Hälfte. Ich brauche dringend das Ganze nochmal auf.